Keine Frage, es ist heute die Stunde der Euphoriker. Die Inflation ist tot, die Fed wird die Zinsen bald senken und die Aktienmärkte werden auf neue Allzeithochs steigen. So die immer lauter werdenden Euphoriker, die jetzt sagen, jetzt ist doch die beste aller Welten, es kann nicht besser werden. Vielleicht nur ein kleiner Einwurf, wenn es so weitergeht mit den Renditen, die ja deutlich nach den Inflationsdaten heute gefallen sind und den Aktien, die ja heute deutlich gestiegen sind, dann würden sich die Financial Conditions weiter lockern, was dann wiederum Nachfrage erzeugt. Kredite werden billiger etc. etc. Und dann hast du gleich wieder die Suppe, die Ausgangssuppe für neue Inflation. Das dürfte die Fed nicht so wirklich gerne sehen. Das ist die erste Variante. Oder wir haben die zweite Variante, die US-Wirtschaft fällt in eine Rezession. Und auch das wäre jetzt nicht so der super gute Punkt. Aber schauen wir uns die ganze Geschichte mal an. Wir haben hier bei der Inflation unverändert zum Vormonat, erwartet 0,1% in der Headline. Wir haben dann vor allem, und das war heute zum Vorjahr 3,2 statt 3,3, also ein Ticken drunter, ja, wir haben Core, also die Kernrate, auf die diesmal besonders geachtet wurde, 0,2 statt 0,3 und 4,0 statt 4,1. Wir sehen hier rechts nochmal, hatte ich heute Morgen schon gezeigt, die Erwartungen. Wall Street reacts to today's CPI shocker, which was the biggest market surprise of 2023. War das wirklich die größte Marktüberraschung seit 2023? Wir haben gesehen, ja, sie war etwas tiefer, aber jetzt auch nicht so viel tiefer. Ich werde gleich zeigen, dass wir da schon ganz andere Dinge hatten. Und ja, da weist auch Liz Young darauf hin, dass die Fed natürlich jetzt vielleicht da ein bisschen hawkischer gegenhalten muss, sonst hat sie eine Lockerung der Financial Conditions. Und schauen wir uns die einzelnen Sektoren mal an. Was ist im Preis gestiegen? Was ist im Preis gefallen? Und wir sehen, 11 Komponenten sind im Preis zum Vormonat gestiegen. 2 sind unverändert und 5 sind gefallen. Vor allem Gasoline, also Benzin im weitesten Sinne, hat die ganze Geschichte nach unten getrieben. Und hier sehen wir nochmal diese Geschichte mit der Abweichung. Grün ist eine Abweichung nach oben, rot ist eine Abweichung nach unten. Und wir sehen, wenn wir jetzt, da fehlt die heutige Inflationszahl, das wäre so ein winziger roter Balken, aber wirklich ziemlich winzig, müsste man sagen. Also so big war der Surprise nicht. Jedenfalls sehen wir, dass es die Sektoren waren, die im Preis am stärksten gestiegen waren, als wir im Hochpunkt der Inflation Juni 2022 waren, damals in den USA ja 9,1%. Als da wären Gasoline, Used Cars, Gas Utilities und Fuel Oil. Diese alle Komponenten, die sind zurückgegangen jetzt zum Vorjahresmonat, respektive zum Juni 2022 im aktuellen Inflationsbericht. Alle anderen Komponenten sind weiter gestiegen. Das sollte man vielleicht nicht außer Acht lassen. Und ein, glaube ich, sehr wichtiger Punkt, warum die heutigen Inflationsdaten niedriger waren als erwartet, ist, dass das Bureau of Labor Statistics nicht wahrgemacht hat, was man eigentlich angekündigt hat, nämlich, dass man Health Insurance, also Krankenversicherungskosten, geändert hätte. Die sind nämlich angeblich zum Vorjahresmonat um 34% gefallen. Ups. Also das ist ein ziemlich dicker Schnaps. Hier weist ein User in den USA darauf hin, also meine ist pro Jahr in den letzten zwei Jahren um jeweils 16% gestiegen. Das dürfte deutlich realistischer sein, woher diese minus 34% kommt, die dann eben mit dafür gesorgt hat, dass wir eine niedrigere Inflation insgesamt haben. Ist irgendwie ein Rätsel, jedenfalls deckt sich das Ganze nicht mit den Erfahrungen der Amerikaner. Und ist die Inflation tot? Gucken wir uns erstmal die Vorjahresmonate an. Wir haben da dann November, das wird ja dann die nächste Veröffentlichung. Wir haben heute die Zahlen aus dem Oktober bekommen. Oktober 2022 war 7,7%. Dann November 2022 war schon 7,1%. Also die Latte liegt jetzt immer tiefer. Es wird dadurch immer leichter drüber zu springen, könnte man sagen. Und Michael Sarve hat einen Frühindikator schon seit vielen Jahren
der sich aus verschiedenen Komponenten zusammensetzt, ISM, Wages und so weiter und so fort. Und der sagt, ja, Vorsicht ein bisschen, es dürfte so sein, dass wir wahrscheinlich im zweiten Quartal bei 3,5% sind, also die Inflation perspektivisch nach oben geht. Das dürfte eben vor allem auch daran liegen, dass die Basiswerte jetzt immer niedriger werden. Und ja, wir sind in allen Kategorien letztendlich ja weiter auf dem Rückweg, kann man sagen, was aber nichts daran ändert, dass natürlich die Preise nach wie vor sehr hoch sind. Schauen wir uns mal die Price Increases über die letzten 3 Jahre an. Immer noch die Mieten um 18% gestiegen, Medical Care 5%. Also da ist so vieles, was sehr, sehr deutlich gestiegen ist. Selbst wenn es jetzt eben stagniert oder, ich sag mal, weniger schnell wächst in der Summe, dann heißt das ja nicht, dass die Preise jetzt unbedingt fallen. Die Märkte sagen sich, wow, da können wir doch gleich schon mal Zinssenkungen einpreisen. Dazu gleich mehr. Rechts sehen wir die Fed Fund Futures, die jetzt für die Dezember-Sitzung eine Wahrscheinlichkeit von 100% einpreisen, dass die Zinsen unverändert gelassen werden. Und normalerweise dauert es 8 Monate, wenn jetzt im Juli die letzte Zinsanhebung der Fed war, bis die Fed dann wieder die Zinsen senkt. Das ist zumindest der Durchschnitt. Das wäre dann März 2022. Die Fed Fund Futures, also die Swaps, die das bepreisen, die sagen, okay, wir haben jetzt eine Wahrscheinlichkeit von fast 2/3, dass die Fed im Mai 2024, also nicht im März, sondern im Mai 2024, das erste Mal die Zinsen senken wird. Und hier sehen wir die Marktreaktion. Wir sehen vor allem die Small Caps, die ja so verprügelt wurden, über 4% im Plus, Nasdaq 2% im Plus, Dow etwas weniger, S&P etwas weniger. Hier unten sehen wir mal den Nasdaq, der den ersten Widerstand mit dieser Kerze überwunden hat und jetzt praktisch zum zweiten Widerstand direkt gelaufen ist. Und das angesichts einer Abweichung, naja, die jetzt nicht so fürchterlich groß war. Unten sehen wir mal von Goldman Sachs, naja, sollte die Core-Inflation Monat zu Monat unter 0,15% liegen, was sie ja nicht getan hat, sondern sie lag bei 0,2%. Jedenfalls hatte Goldman Sachs damit gerechnet, dass dann der S&P 0,75% steigen würde. Das war auch so der in den Optionen implizierte Move heute für den S&P 500. Also man hat da schon ein bisschen sehr viel rausgezogen, könnte man sagen. S&P 500 jetzt 400 Punkte. Seit dem 27. Oktober im Plus, also mal eben 10% in 11 Handelstagen. Auch das ist sportlich und wir sehen, wir haben 8 Gaps gehabt vom Juli hoch. Ende Juli war ja das Hoch an der Wall Street. Dann ging es bis zum 27. Oktober runter. Bums, 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 8 Gaps. Jetzt haben wir mal eben 6 davon schon wieder erobert und warum wir hier jetzt bei 4.500 ein bisschen Schwierigkeiten haben, erklärt sich durch die Call Wall, wie die Amerikaner sagen. Also da ist viel Interesse an dieser runden 4.500er Marke. Kein Wunder, dass es da dann ein bisschen schwierig wird. Auffallend aus meiner Sicht ist, dass der VIX zwar deutlich im Minus ist mit 4,4%, aber man kann eigentlich rechnen, der VIX macht so Pi mal Daumen das Vierfache dessen, was der S&P macht. Also der S&P so 1,8% gestiegen, müsste eigentlich bedeuten, dass der schon sehr, sehr dick im Minus ist. Und wir sehen vor allem, wenn Sie hier unten rechts mal gucken, der VIX im Chart, sind wir immer noch deutlich höher, als wir etwa Ende September, Anfang Oktober waren. Also da war der Index ja deutlich niedriger als jetzt. Wir stehen also im VIX höher, obwohl der S&P 500 deutlich höher jetzt steht. Auffallend auch, dass Gold nicht nach oben explodiert. Wenn jetzt wirklich alles schick ist mit Zinsanhebungen, die Zinsen vielleicht schon bald wieder sinken. Warum schießt dann Gold nicht durch die Decke? Dagegen sind wir noch relativ oder doch noch einige Dollars vom Stand Anfang November entfernt und auch Bitcoin sogar heute im Minus. Normalerweise hier ein Liquiditätsasset, das sich freut, wenn Liquidität generiert wird, wenn Nullzinsen sind. Bitcoin war ja der große Profiteur der Nullzinspolitik und der Liquiditätseinschießung durch die US-Notenbank Fed. Also diese beiden Assets spielen da auch nicht so richtig mit und das, obwohl eben die 10-jährige Anleiherendite heute auf 4,46% gefallen ist, also deutlich nach unten gegangen ist, der Dollar über 1% verloren, nämlich der Dollarindex, größter Abverkauf seit 6. Januar und ja, da sind wahrscheinlich Short-Eindeckungen auch der Fall. Das ist vorwiegend aber in den Einzelaktien. Hier sehen wir mal Equity-Put-Call-Ratio,
Equity Put Call Ratio, also bei einzelnen Aktien. Das war sehr hoch, hier sind offenkundig Eindeckungen passiert, aber wenn wir uns jetzt mal Put-Call-Volumen anschauen, etwa SPY also oder SPX, also auf den S&P 500, dann sehen wir, das ist deutlich rückläufig gewesen, da kann man von massiven Call-Absicherungen nicht sprechen, also das Bild ist so ein bisschen widersprüchlich. Das gilt auch, wenn wir jetzt mal den Switch machen nach Germania, nach Deutschland, für die wirtschaftliche Lage hier, wobei die doch relativ eindeutig ist, wir sehen einen ziemlich deutlichen Anstieg der Insolvenzen, jetzt so ein bisschen sich annähernd an das Niveau 2019, wurde ja künstlich unterdrückt, weil viele Unternehmen nicht Insolvenz anmelden müssen. Das dürfte sich aber weiter verschärfen. Hier mal so ein paar Meldungen: Chemieindustrie mit Klartext, fehlende Aufträge, Schließung, Verlagerung. Volkswagen streicht mangelnder Nachfrage nach Elektromodellen in Zwickau eine Schicht. Und wir hatten heute den ZEW-Index, der zwar besser war als erwartet, was die Konjunkturerwartungen betrifft, aber die Lageeinschätzung ist nach wie vor miserabel und bisher hat sich ja diese Erwartungen, dieser Optimismus, der sich zuletzt wieder so ein bisschen geregt hat, ja nicht materialisiert, wirklich in der wirtschaftlichen Realität. Deswegen sollte man da vielleicht besser auf die aktuelle Lage schauen. Das gilt auch für das, was die Bundesregierung vorhat. Hier Minister Heil, es ist wirklich ein grober Zufall, als ich aus Sizilien zurückgeflogen bin, Catania Flughafen, da kommt mir Hubertus Heil entgegen. Ich dachte, ich sehe nicht recht. Alleine, ohne Bodyguards. Weiß nicht, was er da gemacht hat, gell? Jedenfalls war er es. Das ist Sige, der hat heute im Bundestag davor gewarnt, jemand, der so bescheuert ist, bekommt erstmal kein Bürgergeld. Man hat ja das Bürgergeld jetzt deutlich angehoben und er warnt davor, zu kündigen, um dann das Bürgergeld zu beziehen. Wenn es wirklich so offensichtlich ist, dass das keinen Sinn macht, warum warnt er dann stark davor, muss man fragen. Und vor allem können Betroffene das durchaus hinkriegen, wie Stefan Homburg hier zeigt. Der Kenner lässt seine AG kündigen, also der lässt sich kündigen und selbst wenn der Arbeitnehmer kündigt, gibt es während der Sperrzeit Bürgergeld, wenn auch gemindert. Also das ist schon sehr, sehr typisch. Wir erhöhen die Anreize für Nichtarbeit und das in einer Zeit, wo wir Arbeitskräftemangel haben, ist wahrscheinlich ziemlich sicher der falsche Weg. Sind die Aktienmärkte auf dem falschen Weg? Natürlich nicht. Neue Allzeithochs. Die Kurse werden sich verdoppeln von hier aus innerhalb von den nächsten 10 Handelstagen. Das wird mit unverminderter Geschwindigkeit so weitergehen. Aber die Analysten senken die Ausblicke für die Unternehmen der Wall Street massiv, so stark wie seit der Finanzkrise nicht mehr, by the way. Aber gut, das ist natürlich Bärenpropaganda, erste Empfehlung und zweite Empfehlung. Xi Jinping hat einen alten Weggefährten verhaften lassen, der mitführende Experte eigentlich war für die Invasion Taiwans. Xi Jinping wird ja morgen Joe Biden treffen in San Francisco und angeblich soll da auch ein Stopp von Fentanyl-Handel dann auch seitens der Chinesen umgesetzt werden. Das ist ja diese Seuche, die häufigste Todesursache bei Menschen in den USA zwischen 20 und 45 ist, eine wahre Seuche. Das wäre eine gute Nachricht, aber es zeigt, wie sehr Xi Jinping offenkundig jetzt versucht, sich dann den Amerikanern anzunähern, weil seine Wirtschaft auf dem allerletzten Loch pfeift. Mal sehen, wie das ausgeht. Also diese zwei Empfehlungen und abschließend dann am Donnerstag mit André Stagge und Jens Czernowski sprechen wir über Inflation, Zinsen, Gold und die Aktienmärkte. Wer noch nicht dabei war, sollte es tun. Registrieren unten in dem Link. Also diese beiden Empfehlungen und die Webinar-Empfehlung. Ich sage Servus, ciao.